So, liebe Leute, hier bin ich auch schon wieder. Ja, ich habe nichts weiter gefunden, also das wäre reine Zeitverschwendung gewesen, hätte ich mich hier noch länger aufgehalten. Ja, benutzt niemals Feuer auf diesen komischen Drachenmenschen da, auf diesen Echsenmann, denn dadurch wird er verstärkt. Allerdings habe ich auch das Gefühl gehabt, dass man dann dadurch mehr Erfahrungspunkte bekommen hat, aber ich kann mich auch täuschen. Was ist das jetzt? Ah, ich glaube, ich brauche Cray. Ja. Ich muss mit Cray diese komischen Schalter umlegen. Oh, noch mehr Rätsel. Irgendwie muss ich mir jetzt den Weg hier durchbahnen. Oh Gott. Ja, da kann ich es gleich mal demonstrieren. Und zwar, wenn ich Feuer auf diesen Break anwende. Erstens mal gibt ihm das Energie, weil er ja selber ein Feuerwesen ist. Und ja, Drake bekommt, became even stronger, wird immer stärker. Das heißt, er wird jetzt zum, ja, eigentlich Fire Drake. Also er hat jetzt auch einiges mehr an Angriffskraft, wie man sieht. Und ich habe auch das Gefühl, man bekommt mehr Erfahrungspunkte dadurch. Aber gut, schauen wir uns das einfach nochmal an. Angriff, du machst mal Heilung auf dich und du greifst nochmal an. Bam. Und er hat eine höhere Verteidigungskraft. Also wenn möglich, kein Feuer auf ihn anwenden. Das zieht den Kampf nur in die Länge. Und er kann dann auch den Flame Strike, was allerdings ja nicht ganz so interessant sein dürfte. Ich bin jetzt aber der Meinung, man kann den Flame Strike erlernen. Er kann sich heilen. Oh wow, um 300. Wow. Probieren wir es einfach mal aus. Ich bin der Meinung, man kann es erlernen. Wenn er es denn mal einsetzen würde. Hallo? Bam, bam, bam. Oh man! Einmal probiere ich es doch, dann habe ich keinen Bock mehr. Du bist scheiße, du bist echt scheiße. Na danke, Ashin. Danke! Oh, man bekommt wirklich Erfahrung. 660 anstatt 200 irgendwas. Man bekommt wirklich eine Menge Erfahrungspunkte mehr. Oh, Leute, doch. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann wow. Dann würde ich das Feuer doch anwenden. Der Kampf ist nicht sonderlich schwerer dann. Ja, diese scheiß Laserstrahlen, die schaden mir doch ganz schön. Interessant. Und das Ganze hier erinnert mich doch ein bisschen an Devil May Cry jetzt hier. Okay, und jetzt? Ja, kann ich... Ah, ich verstehe. Ich kann wieder nach oben. Ah, und ich kann hier die Treppen runtergehen. So, mal gucken, ob das hier auch der richtige Weg ist. Da kann man auch hin. Ja, so komme ich zur Truhe. Sehr schön. Mit einem Silver Top. Ich bin der Meinung, das ist was zum Fischen. Sag ich doch. Für Fischen. Ja, man konnte auch schon beim dritten Breath of Fire Teil angeln gehen, oder beim zweiten auch schon. Ich persönlich hasse das... Wow, ja, jetzt bin ich einmal dagegen gelaufen. Ist ja auch egal, also es macht dann nicht sonderlich viel Schaden. Ich hasse persönlich das Angeln beim vierten Teil am allermeisten, ja. Aus dem Grund vielleicht, weil ich es nicht verstehe. So, diese blöden Maden, die kann man ganz... Oh, keine Kombo. Ach, leck mich doch am Arsch. Egal, Zyklon sollte auch schon reichen, um diese Gegner wegzuprügeln. Oh, leck mich doch am Arsch hier. Ach, wie süß. Ich finde aber die Charakter-Sprites und die Gegner-Sprites, also in diesem Teil, sehr geil gemacht. Also die Gegner sind Hammer. Also so eine Grafik könnte ich mir auch bei PlayStation 3 Spielen gefallen lassen. Und gefällt mir zumal mehr als, ja, diese ganze neumodische Grafik, wie jetzt zum Beispiel von, keine Ahnung, Final Fantasy 13 oder was. Ist natürlich auch geile Grafik, kann man nichts dagegen sagen. Will ich auch gar nichts dagegen sagen, aber mir gefällt diese Anime-Grafik einfach doch ein bisschen besser. Oh, ich bin schon am Ende. Ich weiß aber, dass es in dem Raum da hinten eine Kiste gibt, die ich gerne haben möchte. Kann ich da runterspringen? Ach, verdammt. Und die möchte ich gerne haben. Koste es, was es wolle. Muss ich nur gucken, wie ich das denn regel. Egal, das machen wir jetzt noch in dem Video, wir haben ja Zeit. Ich habe ja nicht irgendwie ein Limit an Videos gesetzt, wo ich sage, so, in so und so viele Videos möchte ich das Spiel zu Ende bringen. Das braucht einfach so viele Videos, wie es braucht. Und so, jetzt aber. Jetzt mach aber deine Combo hier. Oh! Wieso machen die keine Combo mehr? Fickt euch doch. Ja.
Na komm, greif an. Feint, okay. Hahaha, hat nicht getroffen. Ich glaube, das kann man auch erlernen, diesen Angriff. Ich bin der Meinung, das verwirrt einen Charakter von mir. Oder kann ich das schon? Ach doch, das kann ich schon. Ja, verwirrt einen Charakter zusätzlich, sollte es treffen. Egal, brauche ich nicht, habe ich schon. Also weg mit euch. Bam! Bam! Sehr schön, Nina Level Up. Nichts gelernt. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht toll. So, einmal. Jetzt muss ich gucken. Jetzt muss ich gerade gucken, wie ich das hier deichsel. So, gehen wir mal auf die Seite. Nein. Gehen wir mal auf die Seite wieder. Jetzt kann ich hier rein. Ah, ich glaube, ich habe es gleich. Ich muss nur noch diesen Schalter umlegen. Nach falsche Richtung, mein Gott. Ah! Yay, und ich kann hier in diesen Raum rein. Wo es eine Kiste gibt auf einem Altar. Light Bangle. Licht irgendwas. Was auch immer das darstellen soll. Ich denke mal, dass es was zum Ausrüsten ist. Ah, ne, ja, doch, ein Accessoire. Aha, aha, aha. Schützt einen Träger gegen Statusveränderungen. Ja, sehr schön. Meine Verteidigung leidet zwar drunter, aber das ist eigentlich nicht ganz so wild. Ja, aber im Moment brauche ich das eigentlich noch nicht. Aber später vielleicht. Später ist das vielleicht ganz nützlich. So, jetzt raus hier. Wo sind wir denn hier gelandet? Gibt's hier irgendwas? Aha, aha. Okay. Okay, scheint irgendeine alte Hütte zu sein. Hey, wer bist du denn? Ich bin so froh, einen Platz zum Ausruhen gefunden zu haben. Sagt mal. Ah, seid ihr interessiert, den Eisenball zu tauschen gegen diesen Schatz, den ich im Sumpf gefunden habe? Okay. Den Breastball erhalten. Breastball. Yeah, Breastball. Ja, schön. Wieder einmal einen erfolgreichen Tausch hinter uns gebracht. Okay, wir sind tatsächlich in einer Hütte gelandet. Ah, mit einer Kiste hinten. Da kommt wieder mein Kisten hinter dem Hüttenkomplex. Oder hinterm Zeltkomplex. Ammoniak gehalten. Zweimal, sehr schön. Kann man immer gebrauchen. Bam, und raus hier. Wo sind wir nun gelandet? In der Nähe von Windia, wie es aussieht. Okay. Döp, 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 döp. Hätten wir nicht gleich so langlaufen können? Armfeen, was ist das denn? Oh nein! Ah, ich weiß, was das ist. Ein nerviger Dungeon mit erstens nervigen neuen Gegnern, die Cracker. Oh, wow, ihr seid so geil. Ihr seid so hammerstark, ey. Okay. Okay. Diese Gegner können einen Blumentopf aus dem Nichts herbeizaubern. Und Nina, du bist zu nichts zu gebrauchen. Ich denke, ich werde dich jetzt erstmal gegen Ashin eintauschen. Beziehungsweise Cray ist ja auch wieder in der Gruppe, sehe ich gerade. Hahaha, Cray, zeig, was du kannst. Die Gegner sind schwach. Ihr seid so schwach wie mein Arsch. Bam, der haut wieder mächtig rein, du. So, sehr schön. Oh, aber sehr viele Erfahrungspunkte. Und Level Up. Sehr schön. Ja, dieses Dungeon. Hier ist ein Schild. Okay, also das Schild sagt mir, dass wenn ich über kaputte Stellen der Brücke laufe, ein wildes Tier eventuell davon gestört werden könnte. Ja, was es damit auf sich hat, werden wir noch früh genug herausfinden. Da ist eine Kiste da unten. Ich möchte diese Kiste, verdammt nochmal. Wie komme ich zu der Kiste? Ich brauche die Kiste. Nein, Nussmagier. So, jetzt bitte mach deine Kombo, sonst kriege ich einen Vogel. Und du versuch mal was zu klauen. Was für ein scheiß Angriff. Aber ich glaube, auch den kann man erlernen. Ich werde es mal versuchen beim nächsten Mal. Ja, danke. Burn, baby, burn. So, und jetzt noch Fire. Ne, Simon. Und dann war's das. Bam. Ah, und fast 3000 Schaden. Fast. Bären geklaut. Na gut, besser wie nix. So. Ich denke, die restlichen Gegner sollten kein Problem sein. Einmal. Zweimal.
Na. Geben ganz schön viele Erfahrungspunkte, muss ich sagen, die Gegner hier. Also hier war eigentlich auch ein guter Ort, um die ganzen Charaktere zu leveln. Egal, Spiel... Oh, lag. Lag. Das Spiel slowt wieder mal down, egal, was soll ich machen. Ist halt so. Hier merkt man es nicht so wie bei den Final Fantasy Teilen oder so. Ah, jetzt kommen wir zu der Kiste da hinten. Mit einem Babyfrosch drin. Was macht der in der Kiste? Und ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich erstmal einen Epic Cut und bis zum nächsten Mal.